Manche Deutsche leben in viel zu großen Wohnungen. Das sagen nicht wir, das sagt das Umweltbundesamt in Person von dem Chef, dem Herrn Dirk Messner. Und da haben wir es wieder. Jetzt sind zu große Wohnungen auch noch am Klima schuld. Was ist die Lösung? Herzlich willkommen hier in der Geldschau. Über Geld spricht man nicht, wir schon. Was lässt sich die Regierung nicht alles einfallen, um an unser Eigentum zu kommen? Bisher hatten wir die sogenannte Grundstücksverdichtung. Wenn vorher ein Haus auf einem Grundstück steht, stehen mittlerweile 4 Häuser auf dem Grundstück. Was da funktioniert, funktioniert auch bei Wohnraum. So stellt sich das jedenfalls der Chef vom Umweltbundesamt vor. Was soll das heißen? Doch, Zitat, doch neue Wohnungen zu bauen, wie es in vielen Städten dringend notwendig wäre, sei hingegen keine gute Option aus Sicht des Klimaschutzes, findet Messner. Vielmehr plädiert er generell dafür, sparsam beim Neubau zu sein und stattdessen den Blick stärker auf die Weiterentwicklung des Bestandes zu richten. Zitat Ende. Dies gelte auch bei der Schaffung neuen Wohnraums, sagte Messner. Hieße, geräumige Wohnungen würden dem Klimaschutz wegen in kleinere umgebaut werden müssen, statt neuen Wohnraum zu schaffen. Du weißt schon, Links sind wieder hier unten unter dem Video. In unserem Job, wenn wir den Hauskauf begleiten, egal ob Bestand oder Neubau, haben wir als Argumente für den Kauf immer gehört, ich möchte einmal meinen Kindern etwas hinterlassen. Oder auch, Zitat, das Haus ist Teil meiner Altersvorsorge. In nahezu 80% aller Fälle konnten wir beobachten, kurz nach dem Kauf des Hauses begann die Familienplanung oder die ersten Kinder schlüpften. Ein Haus gehört für viele von uns zu unseren Werten und war einer der letzten Träume, die noch verwirklicht werden konnten. Wie oft haben wir es erlebt, wie stolz unsere Klienten sind, wenn sie ihr Haus abbezahlt haben? Und das in der Hälfte der Zeit. Und dank unserer Hälfte eben sogar viel schneller als geplant. Und wieder sind wir politisch. Die Regierung nimmt uns schlichtweg den Raum zum Atmen. Ihr wisst, cui bono, wem nutzt es? Ja, das war unser kurzer Beitrag hier in der Geldschau. Über Geld spricht man nicht, wir schon. Teilt das Video und schaltet nächste Woche wieder rein.